Chronische Infektionen können eine große Rolle bei der Behandlung von verschiedenen Erkrankungen spielen, aber oftmals bleiben sie unentdeckt. In unserem heutigen Interviewausschnitt spricht Professor Harald Bennefeld, ein Chefarzt einer neurologisch-orthopädischen Reha-Klinik, wie gerade in seinem Arbeitsfeld beispielsweise Physiotherapie und Ergotherapie aussehen, wenn bekannt ist, dass chronisch intrazelluläre Infektionen vorliegen. Ein sehr spannendes Thema, bleib also unbedingt dran, denn gerade dieses Thema braucht unbedingt mehr Kenntnis und Reichweite, denn es wird leider viel zu oft übersehen, dass chronische Infektionen vorliegen. Lass uns auch am besten hier gleich ein Abo da, um mehrere Videos dieser Art sehen zu können und auch nicht zu verpassen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Interviewausschnitt. Man kann über Rententräger und Krankenkassen eine Reha bei euch bekommen von 3 Wochen, neurologisch, wenn man eben neurologische Beschwerden hat. Und da gehören auch Polyneuropathien und neurologische, neuralgische Schmerzen dazu und kognitive Defizite. Und ihr macht Testungen, ihr macht Infusionen. Ihr habt die Therapie mit Ergotherapie, Logotherapie, auch Schlucktherapie, Physiotherapie für Balance und Gleichgewicht, aber auch Neuropsychologen, die sich um das Denken und die Konzentration kümmern. Man kann sich ambulant bei euch vorstellen, dass man die kurzen 3 Wochen planen kann und die Labors schon mitbringt, dass man nicht jetzt 10 Tage warten muss aufs Ergebnis und die Zeit verliert. Und ihr habt einfach ganz viele Jahre Erfahrung. Du bist ja auch in Borreliose wissenschaftlichen Hintergrund ganz engagiert gewesen mit diesen Kongressen schon vor über 15 Jahren. Und wir haben ganz viele Erreger jetzt besprochen, die auch Zoonosen sind, also von Tieren übertragen werden können. Wir hatten an Bakterien die Yersinien, die Chlamydien, sowohl Trachomatis, also auch Pneumonia und Cetaceae. Wir hatten die Mykoplasmen, die Bartonellen, die Coxiella, das sind auch Bakterien, und die Babesiose und natürlich die Borreliose, weiß ich, ob ich Mykoplasmen genannt hatte, und Ehrlichiose, die Anaplasmen. Wir hatten über Babesien gesprochen, wir hatten über Viren gesprochen von der Herpesgruppe, also Simplex, Zoster, Zytomegalie, Epstein-Barr-Virus, aber auch Coxsackie-Viren. Und wir hatten von Pilzen gesprochen, von Schimmelpilztoxinen, aber auch von Candida, auch zum Teil in der Antibiotika-Folge, wobei du gesagt hast, manche vertragen auch lange Antibiosen ganz gut und andere kriegen eine Candida schon nach 3 Tagen Antibiose. Und wir haben über die Parasiten gesprochen, dass sie doch auch heutzutage wichtig sind. Und dass eben eine ganz detaillierte Anamnese nötig ist, tolle Labors nötig sind und ein ganz individueller Therapieplan hergestellt werden muss, der zum Teil dann oral auch zu Hause weiter gemacht werden muss und ihr auch mit den Hausärzten eng zusammenarbeitet. Man darf als Hausarzt anrufen und man kann dann gute Tipps bekommen, wie es weitergeht nach der Entlassung. Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Man muss vielleicht noch ergänzen, dass zu dem Therapiespektrum noch mehr dazugehört. Wir kümmern uns um Patienten. Wir haben auch Möglichkeiten, mit Exoskeletten zu arbeiten, also diese modernen. Nochmal ganz langsam und laut, also ihr habt die Möglichkeit. Mit Exoskelett zu arbeiten, also diese moderne Robotikmedizin, die wird auch schon angeboten. Und dass also auch da auf einem ganz anderen Bereich dem Patienten geholfen werden kann. Wie schreibt man das? Exoskelett. Exoskelett. Ja, das sind Geräte, wo der Patient, der in seinem Querschnitt hat, ein von außen angelegt kriegt, was sozusagen ein passives Laufen ermöglicht mit Hilfe von Elektromotoren. Und dass man also doch Patienten aus dem Rollstuhl kriegt, die eigentlich
Moment noch nicht können. Wow. Eigentlich gedacht für die Versorgung der Patienten, kann man aber auch während des Laufenlernens schon nutzen, wenn die ersten Ansätze da sind. Das heißt, so eine Kombination verschiedenster Methoden. Wir wenden eine Elektrotherapie an, wir haben Wurmtherapien, bei denen Patienten sich bestimmte Bewegungen vorstellen müssen und dann lösen wir dadurch Bewegungen aus, erreichen damit also, dass das Nervensystem wieder reaktiviert wird. Das sind natürlich alles Therapien, die nicht unbedingt in 3 Wochen zu einem kompletten Ergebnis führen, aber wir haben diese Ansätze, wir können das testen und damit natürlich dem Patienten den Weg zeigen, spätere, weitere und die dann auch ambulant fortgeführt werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und die Botschaft ist, wenn unklare Erkrankungen da sind, Patienten nicht wissen, warum sie bestimmte Beschwerden haben, dann ist es wichtig, aufzugeben, sondern daran zu denken, dass es da vielleicht einen exotischen Erreger gibt. Oder der ist vielleicht gar nicht so exotisch, weil wir den schon kennen. Also eine Ursache gibt, über die man mal nachdenken sollte. Und damit auch einen entsprechenden Therapieansatz. Sich sozusagen in das Schicksal fügen und sagen, ja gut, jetzt habe ich das, ich kann jetzt nicht mehr mich bewegen oder ich habe meine Beschwerden, ich kann nicht mehr denken in einem relativ jungen Alter, was soll ich machen, es ist halt jetzt so. Sondern einfach nochmal einen Schritt weiter recherchieren und sich Gedanken machen, noch anderen Ansätze. Nochmal das letzte Zeit, sich Gedanken machen, ja, noch. Ob es da vielleicht doch einen anderen Ansatz gibt. Und diese anderen Ansätze sind genau das, was wir dann gerne verfolgen, wo wir dann eben doch ein bisschen suchen. Und das ist ein bisschen detektivisches Spielen, das ist ein bisschen, kostet ein bisschen Zeit, das ist ein Puzzlespiel in gewisser Form, weil man natürlich sich viele Gedanken machen muss. Und das sind eben nicht die Routinearbeiten. Macht die Sache natürlich auch interessant für uns als Ärzte, auch für die Kollegen, die das jetzt so nach und nach übernehmen und lernen. Und ich freue mich dann immer, wenn wir bei unseren Patienten, die wir hier rauskriegen, die wir neu aufnehmen, doch immer wieder was feststellen. Und ich muss sagen, wir haben eigentlich jede Woche mindestens einen Patienten, der hierher kommt mit irgendeiner nicht ganz klaren Diagnose. Und auch die Stationsärzte, die die Patienten aufnehmen, dann sagen, Mensch, da ist doch irgendwas anderes noch dahinter und dann geht das Recherchieren und Suchen los. Und viele Patienten, die wir haben mit unklaren Symptomen, wo man nicht genau weiß, was man machen soll, viele von diesen Patienten haben dann doch ganz interessante Konstellationen und haben eben irgendwelche Erreger, wo man dann man drauf gekommen ist, wenn man die Diagnostik gemacht hat, dann doch ganz gut helfen kann. Das war's mit unserem heutigen Interviewausschnitt zum Thema chronische intrazelluläre Infektionen im Rahmen beispielsweise einer neurologisch-orthopädischen Reha. Ich hoffe, dass du einiges daraus für dich mitnehmen konntest. Und wenn dich Videos dieser Art vielleicht auch zu anderen Themen interessieren, dann schau dich gerne mal auf dem YouTube-Kanal von MeduMio um. Wenn du Fragen zu dem heutigen Thema hast oder vielleicht auch eigene Erfahrungen, dann teile diese gerne hier unten in den Kommentaren und tausche dich mit unserer Community aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.